Moinsen, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Cyberpunk 2077. Wir sind momentan wieder mal auf in die Wüste und treffen uns da gleich mit Panem. Denn ihr alter Anführer ihres alten Nomadenstammes wurde wohl festgesetzt und da müssen wir natürlich helfen. Das können wir so natürlich nie lassen. Ja, und deswegen fahren wir mit dieser kleinen, blauen, muggeligen Rumsmurmel eben mal wieder zurück in die Wüste. Ja, ich weiß, man hätte auch schnell reisen können, aber wie gesagt, wir saugen die Stadt in uns auf und ich will ja nur wieder mal ein bisschen Auto fahren. Jetzt mit dem neuen Handling-Mod macht das sogar Spaß. Tatsächlich. So. Oh. Er ist nicht so ganz off-road-tauglich, aber das wird. Das wird. Rum an dem kaputten Windhorn vorbei. Wow, 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 wow. Eieiei. Oh. Ich park einfach mal hier ein, ne? So, passt doch schon. Und schnacken wir mal mit ihr oder was? Kurz speichern. Ich habe gerade gesehen, warte, wir haben noch ein Level Up. Das sollten wir uns auch noch gönnen. Tja, was nehmen wir denn da jetzt? Ich wäre noch für ein bisschen mehr Konstitution, ne? Techie ist aber auch nicht schlecht, mehr Rüstung, ne? Komm, wir nehmen jetzt trotzdem nochmal Konstitution. Wir gehen nochmal bei Klingen schauen. Wir haben einen weiteren verfügbaren Punkt. 300 für defensive Angriffe. Erhöht die kritische Trefferchance mit Klingenwaffen um 20%. Hier kriegen wir Heilung zurück. Heilung ist nicht verkehrt, Alter. Lass mal machen mit Bluten auslösen. Man kann hier hinten die Länge von Bluten erhöhen. Mega nice. Nochmal wieder zwischenspeichern und jetzt geht's aber los. Judy, wie geht's dir? Weh. Gut, dass du hier bist. Moin. Wieder bei den Aldecals. Wusste nicht, dass du dich mit den Aldecaldos vertragen hast. Aldecaldos, so heißen sie. Gehen mir nach wie vor manchmal extrem auf die Titten. Aber, weißt ja. Familie. Du sagst es. Was ist mit deinem Handy los? Warum schwebt es neben dir? Ach, egal. Was ist passiert? Was ist los? Sag schon. Die Wraiths haben Saw. Die Bleibirne ist mit einer zu kleinen Patrouille raus und jetzt verschwunden. Sicher, dass es die Wraiths waren? Wir überwachen ihr Lager. Wir wissen, dass sie Gefangene haben. Darunter auch jemand Wichtigen. Wir müssen Saul befreien. Weiß nicht wieso, aber ich wusste, ich kann auf dich zählen. Nomaden helfen einander. Ich war auch mal Teil einer Nomadenfamilie. In der Stadt zu leben, ändert daran nichts. So ist es wohl. Bei allem guten Willen hast du aber bestimmt nichts gegen eine kleine Belohnung. Das beste Gewehr der Westküste. Eine Tektronica Grad. Du hast sie schon in Aktion erlebt. Und obendrauf der Dank der Aldecaldos. Hört sich schick an. Mhm. Wenn du sie in der Hand hältst, wird aus schick ganz schnell arschgeil. Und jetzt komm mit. Mitch erklärt dir die Details. Alles klar. Klingt arschgeil. Auf geht's. Riders on the Storm. Wir folgen ihr mal. Ich werd nicht mehr. Panam und wie? Was ist denn da los? Frag nicht, wir müssen euren Boss befreien. Der? Lässt sich hier blicken nach der Sache mit Scorpion? Wegen Saul wahrscheinlich. Ich kann nichts dafür. Ja, das. Hey, Panam. Ernsthaft? Du willst das echt durchziehen? Irgendwer muss es tun. Du weißt, dass das durchgeknallt ist, oder? Irgendwer muss es tun. Ja. Irgendwer muss es tun. Ein totes Pferd, das rennt. Wo steckt Mitch? Er sollte mich hier treffen. Er müsste gleich hier sein. Du hast nichts von Hilfe von außen gesagt. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Freut mich auch, euch zu sehen. Lehne dich an das Auto. Okay, wie sieht denn der Plan aus? Okay, wie willst du das durchziehen? Still und leise. Ein offener Angriff wäre Selbstmord. Mitch kümmert sich schon um die Drohne. Du schleichst dich ins Wraith-Lager, ich deck dich. Nur wir beide? Was machen die anderen? Still und leise? Okay, perfekt zu zweit. Still und leise. Zwei reichen da aus. Nicht, dass ich was dagegen hätte, dem Ruffen eins reinzuwürgen. Es ist nur... Sieh dich um! Die letzten Angriffe haben die Hälfte von uns ausgeschaltet. Unsere Vorräte hängen irgendwo bei Reno fest. Und die Ausrüstung.
ist Rotz. Wir stecken bis zum Hals in der Scheiße. Euer Anführer wird entführt und ihr sitzt rum und macht wieder allein rausziehen können. Euer Anführer wird geschnappt und ihr hofft auf das Beste? Ich denke lieber nicht darüber nach, was ihr für die Schwachen unter euch tun würdet. Du hast echt Nerven. Lass ihn, Carol. Er kann es nicht verstehen. Mitch ist da. Mitch! Ich habe eine Drohne zum Wraith-Lager geschickt. Willst du es dir ansehen? Oder lieber noch weiter rumnörgeln? Wie geht's dir? Mitch, wie geht's dir? Gut, wenn man alle Probleme mit Panzerband lösen könnte. Aber du solltest dir um Saul Gedanken machen, nicht um mich. Riskierst du mal einen Blick? Jo, zeig mal her. Mal, was wir haben. Die Ruffen können sie nicht sehen. Tarnung ist an. Aber das frisst massig Akku, also beeil dich. Okay. Sie haben sich in einer Zementfabrik breit gemacht. Mit einer Menge Ausrüstung. Die sind wie Heuschrecken. Schwärmen irgendwo ein, fressen alles kahl und gehen wieder. Aber diesmal... Siehst du die Wand? Die haben primitive Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Das spricht dafür, dass sie planen, länger hier zu bleiben. Frage ist nur, warum? Ich wette, einer der Gründe ist Saul. Wenn er noch da ist. Wir müssen da rein. Der Wachposten dort ist bestimmt mit dem Rest des Lagers verbunden. Dort gehen wir rein? Vielleicht. Aber es gibt auch Lücken in der Mauer und schlecht bewachte Bereiche. Siehst du die Spuren? Ja. Reifenspuren. Ihre Fahrzeuge waren schwer beladen. Könnte Ausrüstung gewesen sein. Das oder Saul ist nicht ihr einziger Gefangener. Drei Spuren führen zum Laster. Kannst du ihn scannen? Ein Behemoth. Darin haben sie bestimmt Saul festgehalten. Das Hauptgebäude, da. Da müsste Saul drin sein. Das ist riesig. Klingt wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Wenn sie noch nicht alles aus den Wänden gerissen haben, könntest du das lokale Kameranetz hacken. Du musst nur den Kontrollraum finden. Das wird interessant. Wir können auf jeden Fall hinten rum rein. Die Brücke verbindet die Garage mit dem Hauptgebäude. Damit könnten wir arbeiten. Also wir können... Irgendwie, wo ist denn ein Loch in der Mauer? Hier, wir könnten hier rüber, über dieses Loch, dann da hinten lang und hinten rein. Okay, damit können wir arbeiten. Alles klar soweit? Kurze zusammengefasst. Fassen wir alles nochmal zusammen. Ach, na gut. Die Ruffen halten Saul fest. Er ist irgendwo in ihrem Stützpunkt gefangen. Wir sind die Kavallerie, die ihn hoffentlich rechtzeitig rettet. Du gehst rein und ich gebe dir Deckung. Offener Kampf wirklich nur, wenn es gar nicht anders geht. Die sind viele, wir nicht. Wir müssen jede Chance ergreifen, die Oberhand zu gewinnen. Du holst Saul da raus und dann hauen wir so schnell wie möglich ab. Ist jetzt alles klar? Ja, wir holen Saul da raus. Ja, holen wir Saul da raus. Perfekt. Mitch, ist der Van bereit? Hab getan, was ich konnte. Guck's dir an. Sauber, Mitch. Naja, ich musste ziemlich improvisieren. Egal, das wird reichen müssen. Moment noch. Ich hab da noch was. Falls Saul nicht schon tot ist, werdet ihr das hier brauchen. Aufgemotztes Superjet, Elefantendosis. Sollte seine Pumpe wieder auf Zack bringen. Gut. Superjet nehmen, hoffe ich doch. Das hoffe ich. Werd ihn kaum auf dem Rücken raustragen. Okay, das sollte alles sein. Wie, fährst du mit mir mit? Ja, klar. Ja, klar komme ich mit dir mit.
Okay, du fährst. Ich soll fahren? Ja, ich muss noch an meinem Zielfernrohr basteln. Das ist neu, dass ich mal fahren darf. Aber gut, dann mache ich das. So, erstmal zwischenspeichern und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Also erneut mal wieder eine Schleichmission. Das ist ja genau mein Ding. Oha. Na, mal sehen, ob das genauso gut glückt wie letztes Mal. Letztes Mal hatten wir einmal auf jeden Fall eher Luck, als dass das gut ging. Aber wir sind durchgekommen. Oh, cool. Wir haben sogar ein Radio. Guck dich aus, wenn du willst. Passt schon. Gönn dir ruhig. Ich fahre jetzt erstmal zurück auf die Straße. Und dann machen wir auf zu dem alten Zementlager oder was auch immer das da ist. Oh, da geht es schon. Da geht es schon. Oh oh, ich bin von der Ich hab auf die Minimap geguckt. Au! Das war keine Absicht, das war keine Absicht. Ich bin aus Versehen von der Straße abgekommen. Ah, den Baum nehmen wir auch noch mit. Die sind so trocken und staubig. Das ist gar kein Problem. Zerklötern einfach so. Stoppschild übersehen. Macht nichts. Alles wie gut. Ich fasse es nicht, dass er sich hat schnappen lassen. Andere, okay. Aber Saul? Du sagtest doch selbst, er ist nicht in Topform. Schon, aber Zivilisten unter starkem Beschuss über die Grenze schaffen? Dann ein Petrochem-Tanker klauen, die Ventile öffnen, Achten in den Sand malen und alles anzünden, um den Kids eine Show zu liefern? Das ist der Saul, den ich kenne. Jeder hatte seine Idole. Schon klar, aber... So, wir nähern uns dem Ziel. Heilige, siehst du das? Das ist ein richtig fetter Sturm. Sieht übel aus. Er sieht nicht nur übel aus. Wir müssen uns beeilen. Okay, also die Gewalten kommen auch noch. Wir müssen das Auto verstecken. Park neben dem Felsen. Jo, ich arbeite dran. Okay, los. Ich suche mir einen Hinterhalt und behalte dich im Auge. Pass alles klar. Unten auf dich auf. Ich gebe mein Bestes. Ich speichere hier mal zwischen und dann schauen wir einfach mal, nicht wahr? Ich würde jetzt sagen, wir gehen erstmal in diesen ersten Raum, den wir da vorhin gesehen hatten, dieses Kontrollräumchen. Und versuchen da mutig. Sind da auch schon Dudes? Nee, ne? Okay, da explodiert gerade wieder mal irgendwas mit der Physik. Doch, da sind Dudes. Erstmal pingen. Dann sollten wir vielleicht doch nicht in den Raum reingehen. Ich wäre jetzt auf der anderen Seite durch den Zaun geklettert. Muss ich jetzt echt sagen. Dass sie so viele Wachen um das Lager rum aufgebaut haben. Naja. Mal sehen, ob wir da durchkommen. Okay, bin auf Position. In deiner Reichweite. Sehr gut. Ich versuche derweil mal mein Glück. Ich möchte gerne hier durch. Oh. Okay, wieso geht das nicht? Bin leider nicht stark genug, um den Zaun zu zerstören. Ah, was haben wir denn hier? Ups. Das sieht nicht schlecht aus. Gehen wir doch mal hier rein. Mal gucken, wo wir da landen. Aber ein Abwasserkanal ist immer gut. Ups. Okay. Vorsichtig. Hier ist ein Schlupfloch nach drinnen. Perfekt. Die Vollpfosten werden nichts merken. Das hoffe ich. Ein Schlupfloch, wie für eine kleine Maus gemacht. Scheiße. Jetzt kommen wir hier nicht rein, oder was? Ich
springt das Gitter nicht auf. Ah, das wäre so schön gewesen, aber nein. Ich bin leider auf Rambo getrimmt, deswegen ist nichts mit Schlupfloch. Schön wäre es gewesen, aber ich bin auch nicht Rambo genug, um die Tür einzutreten. Okay. Mich hier irgendwie rein. Nicht wirklich. Nein, da kommen wir nicht durch. Hier hinten ist Ende. Man kann höchstens versuchen, da oben über die Mauer rüber zu kommen. Das könnte klappen. Mal sehen, vielleicht sieht die aber auch nur optisch 3D modelliert aus. Nee. Über diese eine Rutsche kommen wir rein. Wir gehen über diese Sandrutsche, da kommen wir direkt auf das Gebäude. Sehr gut. So, wir sind wieder im Game. Man muss sich da halt nur was überlegen. So, erstmal zwischenspeichern, okay. Hier über dieses Förderding, das kann klappen. Boah, ist das hell. Heftig, das brennt dir ja die Iris weg, Alter. Netz haut gleich im Arsch. Alter Focko. So kann uns zumindest keiner sehen, wenn wir uns hier hochschleichen. Oh, vorsichtig. Okay, mal sehen, wie wir das ohne entdeckt zu werden machen sollen, Alter. Oh oh. Wir müssen da irgendwie reinkommen. Der Raum ist nämlich gleich da. Okay, mal sehen. Versuche mich mal vorsichtig hier fallen zu lassen und mich dann wieder zu verstecken. Vorsicht! Da ist ein Scharfschütze im Turm. Alles gut, man muss einfach mal entspannt bleiben. So, ich speichere mal hier ab. So. Moin! Zack, und gleich wegmachen hier. Ein kleiner Genickzwirbler und dann geht es schon. Gut. Ein paar Euro-Dollars eingesammelt, ein bisschen Kohle eingesammelt. Was sind denn das für hübsche Handtücher? Die sehen interessant aus. So. Euro, Dollar, Heilung. Er hat hier angefangen. Oh oh. Er hat mich da gesehen. Wer war das? Wer war das? Wer war das? Wir bitten uns jetzt erstmal hier mit. Einmal einloggen. Data Mining. So, 55, 1C, BD, 1C. Okay. 55, 1C, BD, 1C. Zack, Kohle geht rein. Johann. Oh oh. Oh oh. Oh oh, warte, warte, warte. Wir haben es gleich. Oh. Scheiße, Vieh. So viel zu still und leise. Such Saul und macht euch vom Acker.
Bleib entspannt. Wieso rüstet er wieder seine Kackwaffe nicht aus, Alter? Was ist los, wie? Ja, das war's. Reißt euch zusammen! Wo sind meine Krallen? Da. Alles für die Gang! Alles für die Gang! Oh oh. In Deckung gehen. Wenn wir uns hier in Deckung begeben, ne? Können wir es mal versuchen, ob wir die alle... Passiert hier mal was! Schnetzeln wir die einfach nach und nach alle weg. Oh oh. Oh oh. Wir heilen. Und nochmal heilen. Okay, wir leben noch. Wir leben noch. Aber es ist natürlich nicht still und heimlich passiert. Meine Lieben! Ihr hörtet den Hahn krähen und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle ganz kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch mal eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie man gerne unter Video posten. Ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder und versuchen irgendwie zu überleben. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.